Das alles nur speziell fürs Forum. Wir werden auch irgendwie dafür Sorge tragen, dass auch nur die Leute, die aus dem Forum sind, auch wirklich dann dahin kommen, irgendwie mit Einladung oder sowas. Ja, also was ganz Spezielles für die Leute aus dem Forum. Kaufst du dir CDs von anderen Rappern? Ich kaufe sehr viele CDs von anderen Rappern, ja. Ich unterstütze das sehr gerne, wenn die Rapper mir auch wohlgesonnen sind. Welches deiner Alben findest du bisher? Ich glaube, keine Ahnung, so eine Mitte aus Ich und meine Maske und Agro Berlin, würde ich sagen, ist mein Lieblingsalbum. Das gibt's nicht. Glaubst du sehr an Gott? Ich glaube nicht an den Gott, den uns die Bibel verkaufen möchte, meine Freunde, aber ich glaube, dass es da etwas gibt, das sowas macht, wie das, was Gott so macht. Wie findest du das Asphalt-Massaker 2? Das Asphalt-Massaker? Asphalt-Massaker 2. Asphalt-Massaker. Asphalt-Massaker würde ich voll gut finden. Asphalt-Massaker 2, keine Ahnung. Das Asphalt-Massaker ist von Azad? Kenn ich nicht. Ja. Ich finde nicht, das ist das von Azad, wa? Von Azad, das finde ich gut. Das klingt aber so ähnlich wie das hier von diesem Farid Bang, der hat auch so einen ähnlichen Namen für seinen 1 und 2 und 3 gehabt. Da. Azad, gut, ich habe das auch, ich habe reingehört bei iTunes, finde ich gut. Wann machst du mal einen Track mit den Atzen? Da steht doch, Silo, willst du mal ein Kind von Doreen haben? Nein, das habe ich nicht gelesen. Nein, ein Track mit den Atzen. Sigi, kannst du mal Doreen küssen? Ein Track mit den Atzen? Weiß ich jetzt nicht so genau, ja, also ich mag den Erfolg, den die Ärzte haben, und ich freue mich darüber, dass die, ich habe es damals in dem Wahlkampfsong schon gesagt, ich wünsche denen nur alles Gute und habe gehofft, dass die endlich auch mal irgendwie einen Hit haben oder was auch immer, aber das ist jetzt nicht die, unbedingt die Musik, die ich jetzt so gerne höre und mit der ich so zu tun haben möchte. Damit möchte ich niemandem zu nahe treten, aber das ist eben nichts für mich. Warst du für Menowin bei DSDS? Ich war auf jeden Fall für Menowin bei DSDS, meine Freunde. Was hältst du von Hirntod Records? Hirntod Records, mit denen macht der Bobby ab und zu mal da irgend so ein bisschen Alarm im Darm, und ich hatte auch, glaube ich, eine Anfrage, dass ich da ein Feature mache, und das hat nicht funktioniert zeitlich. Ich werde es dann auf dem nächsten Ding machen. Was ist bisher dein Lieblingsfeature? Mein Lieblingsfeature? Mhm. Wie, also die Leute, die ich gefeatured habe, mein Lieblingsfeature war von mir, jetzt ist Stefan Remmler. Au, habe ich jetzt was verraten? Du bist so eine Feierin. Machst du bei Autogrammstunden auch mal Fotos? Selten, ja. Also wenn sehr, sehr viele Leute da sind, und das kommt ja mitunter mal vor bei so einer Autogrammstunde, dann mache ich keine Fotos, weil jedem Autogramm geben und reden, ein Foto machen, ja, das wird dann keine Autogrammstunde. Und es soll, wenn möglich, auch eine Autogrammstunde bleiben und sein, ja. Wie viele neue Lieder machst du fürs Unplugged? Zwei komplett neue Lieder. Es gibt ein Lied von Sido, ein neues, also das mit Adel kennt ihr, und dann gibt es noch ein neues Lied, das ist von meiner Punkband, die ich noch nebenbei habe. Krass. Brauchst du einen Joint beim One Love mit mir? Nein. Was hältst du von BEK? BEK ist großartig. Ich habe Visionen, meine Freunde, ich habe Visionen. Liest du Hip-Hop-Zeitschriften und was hältst du? Jedes Mal, wenn ich, also jedes Mal, wenn ich eine Zeitung gelesen habe, denke ich mir danach, ich lese nie wieder eine. Weil ich, irgendwie ärgert mich das, ich werde sauer und naja, wie auch immer, ja, ich bin dann zu aufgebracht nach so einer Zeitung, deswegen denke ich mir jedes Mal, ich lese sie nicht mehr. Aber wenn ich dann irgendwo hinfliege und sie am Flughafen diese eine von den einschlägigen Zeitungen haben, dann hole ich mir immer doch wieder eine, und dann lande ich immer voll sauer in dem Land. Und dann hoffe ich immer, dass ich in Miami lande, dass die Stimmung gleich wieder besser wird. Wann kommt Henker und Richter? Henker und Richter habe ich ja letztes Mal schon gesagt, den bringen wir raus nach dem nächsten Amoklauf, meine Freunde. Also hofft darauf, dass in eurer Schule das nächste Mal einer Rambazamba macht, dann könnt ihr diesen Song hören. Wann kann man endlich dein Unplugged sehen? Wann ist es soweit? Mein Unplugged seht ihr am 20.05. auf MTV, meine Freunde. Und dann einen Tag später im Handel. An dem Tag, wo dann auch der Komet ist, gibt es dann das Unplugged im Handel. Ich bin sehr aufgeregt, ich freue mich. Ich habe es jetzt auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Sehenswert. Wie viele Schuhe, beziehungsweise deine Sneakers, wie viele Schuhe hast du? Wie viele Schuhe hast du? Ich habe ein paar Schuhe weggegeben.